Wenn man den Menschen in Österreich und überhaupt, glaube ich, auf der Welt die Frage stellt, was ihnen im Leben das Wichtigste ist, dann bekommt man als Antwort ganz, ganz oft die Antwort Gesundheit. Es geht um eine zentrale Public Health Strategie. Das sollen die Gesundheitsziele sein. Heute wollen wir diese Ziele und ihre Akteure in den Mittelpunkt stellen. Gesundheitsförderung, so haben wir dies vor 35 Jahren in der Ottawa-Charta definiert, ist der Prozess, die Menschen zu befähigen, Kontrolle über ihre eigene Gesundheit zu übernehmen und ihre Gesundheit zu verbessern. Das Ziel war eben die Ausarbeitung von Ideen zur Verbesserung der österreichischen Public Health Systeme. Und als letzter Punkt der Verbesserung sehen wir die verstärkte Möglichkeit, die Dimension Gesundheit in Instrumente der Folgenabschätzungen zu bringen. Zusammengefasst kann man sagen, 31% wünschen sich eben den Ausbau von Gesundheitsleistungen. 22% dieser Antworten betrafen die Verbesserung von Gesundheitsleistungen. 11%, da ging es um spezielle Bedürfnisse auch spezieller Gruppen. 11% Information. Ja, die anderen Werte entfallen noch auf Soziales, Arbeit und Bildung und Demokratie und Beteiligung. Was hat Nachhaltigkeit für Sie mit Gesundheit zu tun? So wie es uns auch gelungen ist, in Teilen zumindest, gesundheitliche Chancengleichheit longitudinal zu verankern und in vielen Projekten mitzudenken, muss planetare Gesundheit konsequent mitgedacht werden. Und es bleibt uns auch keine andere Wahl. Wir wissen, dass Veränderungen kommen werden. Wir wissen, welche dramatischen Folgen sie haben werden. Und wir wissen, was notwendig ist, damit diese Auswirkungen abgeschwächt werden. Es bleibt noch Zeit, aktiv Einfluss zu nehmen, wie weit das Leben von uns, aber auch von anderen Menschen auf dieser Erde und der nachkommenden Generation verändert wird. Wir müssen jetzt nur das, was wir wissen, auch aktiv umsetzen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir einen Weg vorgeben, dass wir zeigen, dass dieses System nicht hoffnungslos ist, sondern dass wir gemeinsam mutige, langfristige Politik machen und daran glauben, dass wir diese Zukunft verändern können. Da sollte man dann eben auch mit jungen Menschen reden und die auch die Beteiligung da auch stärken, auch in politischen Prozessen natürlich. Wir machen Politik bewusst nicht nur für junge Menschen, sondern auch mit jungen Menschen. Wir brauchen keine Abstimmungsbücherlis in Österreich, aber wir brauchen dieses Denken, wir brauchen dieses Informationsangebot, gerade für Jugendlichen, damit politisch getroffene Entscheidungen von den jugendlichen Menschen nachvollzogen und mitgestaltet werden können. Und wir haben aber auch innerhalb von Österreich sehr große Unterschiede. Die Tirolerinnen, die Tiroler, die Salzburger und Salzburgerinnen sind länger gesund als manche Menschen in Bundesländern in Ostösterreich. Die Gesundheitskompetenz ist sehr unterschiedlich. Weil es umso wichtiger ist, für die Gesundheit etwas zu tun, um in einer Pandemie einfach für alles, was zukünftig kommt, viel besser gerüstet zu sein. Wir wissen, dass die Gesundheitskompetenz ein wesentlicher Faktor ist, um auch eine Pandemie gut zu durchstehen.